So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere. Und ihr seht schon oben im Titel, beziehungsweise vor allem im Hintergrund, heute wieder in der Fußball-Bundesliga unterwegs gegen den VfB Stuttgart. Auf Tabellenplatz Nummer 1 stehen wir weiterhin. Ihr habt es vielleicht unten rechts auch ganz, ganz schnell erkannt. Heißt, es ist eine unfassbar gute Saison, die wir bis dato in der Fußball-Bundesliga erleben dürfen. Und wer den letzten Part bis zum Ende geguckt hat, der weiß, dass FIFA uns einen unfassbar schönen Bug in irgendeiner Art und Weise beschert hat. Ich kann leider Gottes noch nicht auf die Kommentare des letzten Parts eingehen, weil ich diesen genau nach dem letzten Video aufnehme, heißt in Folge produziere. Aber, ja, was war da los, Freunde? Sevilla verliert gegen Spartak Moskau mit 2:1 in den Ergebnissen, bekommt aber in der Gruppe ein Unentschieden gutgeschrieben. Moskau dadurch auch und wir haben weiter die Chance, weiterzukommen, auf Rang 2 noch zu springen. Also absolut verrückt, was da gestern passiert ist im letzten Part. Das war der absolute Hammer. Aber wir können uns sehr drüber freuen und wir werden heute reinstarten mit Selbstvertrauen. Nach einer richtig guten Partie gegen Salzburg, vor allem die erste Halbzeit, die war sehr, sehr stark. Die zweite hat dann ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Aber da werden wir heute reinstarten gegen Stuttgart. Und ihr seht schon, ich bin kräftig da mal am Wechseln, Jungs. Aber einiges ändern müssen. Keins war nicht ganz so zufrieden mit seiner Rolle bisher. Von dem her darf der mal wieder von Beginn an ran. Matip Sulu, ich nehme mal Matip raus, bring mal Gideon Jung und Tyton im Kasten. So gehen wir es, glaube ich, mal an, Jungs. Wembacher darf da aber mal mit, Danny da Costa kommt raus. Wir wechseln, ja, Schöpf nehme ich mal lieber mit, eventuell brauchen wir den noch. Bitroff, Orban und Dausch, Jungs. Komplett mal durchrotiert die Truppe heute gegen Stuttgart. Wir gucken mal rein, auf welchem Tabellenplatz die stehen, aber im Hinblick auf die kommenden Partien müssen wir einfach ein bisschen rotieren und ich glaube, unsere Mannschaft, die kann das mittlerweile ab. Stuttgart auf Rang 14. Von dem her macht das auch absolut Sinn. Auch wenn das jetzt dumm klingt, dass Darmstadt gegen Stuttgart schont, aber ja, es ist mittlerweile eine ganz andere Zeit, die wir hier in FIFA erleben dürfen. Und in dem Sinne, Jungs, bevor wir reinstarten, wenn es euch wieder gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein kleines Däumlein nach oben da lasst. Das wäre eine sehr coole Geschichte. Wir müssen ja nochmal umstellen. Wenn eine sehr, sehr coole Geschichte, würde ich mich freuen. Vielleicht schaffen wir wieder die 2000. Und wir werden heute bei heiterem Wetter spielen, Jungs. Bei heiterem Wetter, nachdem es bei uns momentan, es hat ja sogar geschneit. Also ich nehme jetzt hier gerade nicht wundern, am Dienstag auf, es hat ja sogar geschneit. Wahnsinn. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Unglaublich. Naja, das soll es auf jeden Fall heute nicht geben, sondern wir wollen bei heiterem Wetter kicken, sonst erkennt man wieder gar nichts mit der komischen Grafik bei Schnee. Von dem her stellen wir das hier mal um und gehen heute rein in den 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Stuttgart mit der Choreo, Stuttgart zu Hause, Stuttgart unter Druck. Denn da hinten fühlen die sich, glaube ich, nicht ganz so wohl. Wollen da eigentlich ein bisschen weiter oben angreifen. Relativ früh schon in den Abstiegsstrudel da unten hineingeraten. Von dem her werden die heute drauf und dran sein, zu Hause 3 Punkte zu entführen. Sich ein bisschen Selbstvertrauen zu holen gegen den, ja, es klingt dumm, aber es ist so, gegen den Tabellenführer aus Darmstadt. Wir gucken mal rein. Aufstellung in der Stuttgarter. Vlacho Dimos im Kasten. Schwab, Baumgartel, Sunjic und Insur in der Innenverteidigung. Die Rupp auf der Doppel-6. Kiesewetter, Kostic noch im Mittelfeld und Kliment zusammen mit Martin Hanik vorne drin im Sturm in der Doppelspitze für den VfB. Bei uns so ziemlich auf vielen Positionen hat sich was getan. Tyton, Sirigu, Sulu. Ja, das sind die einzigen. Das sind die einzigen 3 im Vergleich zum Europa-League-Spiel, die mit am Start sind. Heißt 8 Rotationen bei uns. Und da haben wir nochmal die beste Abwehr. Wir haben auch jetzt noch die beste Abwehr. Also das ist eine Saison. Wow. Einfach nur wow. Und wie gesagt, für alle, ich habe auch im letzten Part nochmal die Kommentare natürlich gelesen. Also nicht im letzten, sondern im vorletzten. Da habt ihr mir drunter geschrieben oder da kam auch nochmal die Frage auf welcher Stufe wir spielen. Wir spielen auf Legende mittlerweile. Also wir haben uns ja von Weltklasse hochgearbeitet auf Legende. Also wir können auch da nichts mehr verstellen. Wäre dies möglich, würde ich es sofort tun. Gut von Tyton. Aber wir können auch da nichts mehr verstellen. Und ich bin soweit aber auch zufrieden, wie das hier läuft. Wie gesagt, in FIFA tickt die Uhr ein bisschen schneller als in echt, was die Entwicklung angeht. Dass Darmstadt jetzt auf 1 steht, das ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber so ein Europa-League-Platz, schaut euch Mainz an zum Beispiel. Das ist das, was ich meine. Oder Leicester in England, aber das ist ein bisschen übertrieben. Das nur am Rande, Freunde. Wir konzentrieren uns. Stuttgart, 14. Spieltag. Tabellenführung wollen wir erobern, beziehungsweise nicht erobern, sondern weiterhin behalten. Köln hat schon mal vorgelegt, hat gewonnen. Das habt ihr vielleicht nochmal kurz in der Tabelle gesehen. Heißt, die setzen uns so ein klein wenig unter Druck, auch wenn sie nach diesem Spieltag noch nicht an uns vorbeikommen können, aber da sollte man aufpassen. Und Stuttgart, die kombinieren da vom Allerfeinsten. Nicht schlecht, was sie da machen. Die Bayern führen mit 1:0 in Mönchengladbach, die damit auch so langsam wieder reinkommen in diese Saison, die einen der wahrscheinlich schlechtesten Saisonstarts der Vereinsgeschichte hat, ne?
aber so langsam wieder da sind. Franšić, der Ball war fast gut. Auf den guten Herrn Dausch, Freunde. Da ist Insua. Stuttgart mit gefühlt 80% Ballbesitz. Kommen da bisher selten ran. Und wenn, dann wollen wir schnell umschalten. Und die spielen das aber halt auch ganz fein raus bis dato. Gut von Gideon Jung. Franšić. Guter Ball von Dausch. Noel Klort schön nach oben gelegt. Burgstaller. Und das hat Insua sowas von gerochen. Also Stuttgart ist da. Stuttgart ist hat einen Plan. Stuttgart hat einen Plan. Und die machen das bislang echt sehr, sehr gut. Wir hätten uns da fast nicht beschweren dürfen, wenn wir nach knapp 10 Minuten, wenn überhaupt, schon mit 1-0 hinten gelegen hätten. Können wir uns bei Tüton bedanken, dass das nicht der Fall ist. Holland, oh, im Wrestling-Style, aber war kein Foul, ganz klar. Jung wird guter Ball. Klotz, schön auf Dausch, ja. Und dann ist der halt sowas von schlecht nach oben gespielt. Da haben wir gefühlt 20 Meter noch Platz bis zur Außenlinie und wir spielen ihn zu kurz. Das darf halt nicht passieren, Freunde. Ja, sonst kriegst du dann den ganz guten Angriff eigentlich hin. Schwab, nach vorne gelegt. Stuttgart, die da gut von einer Seite auf die andere verlagern. Kiese, Wetter mit der Flanke, die geht dann doch ins Aus. Die da gut verlagern und dementsprechend die Räume irgendwo kriegen gegen uns. Und die auch sehr früh pressen, ihr seht es jetzt wieder. Also, die überlassen da wirklich nichts dem Zufall. Sulu macht dann den Patzer. Bügelt den aber auch wieder ganz, ganz stark aus. Aitak Sulu, absolute Legende. Immer noch hier beim SV Darmstadt 98. Da ist Dausch, der kommt auch nicht vom Fleck. Also wir finden noch gar nicht statt in der Offensive. So komplett das Gegenteil, was wir im letzten Part erlebt haben gegen Salzburg. Das erleben wir jetzt hier. Unfassbar, wir kommen gar nicht rein. Stuttgart lässt uns gar nichts irgendwie zu. So, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. So ein Spiel hatten wir auf jeden Fall lange nicht mehr. Aber okay, wir gucken mal. Dausch, guter Ball auf Burgstaller, der den nicht annimmt, Mensch, sondern hinterher rennt. So geht er ins Aus, 29. Minute. Und ich glaube, so weit vorne wie gerade waren wir bisher noch nie mit dem Ball. Wahnsinn. Und das, wie gesagt, nach einer guten halben Stunde, die mittlerweile schon gespielt ist. Jung wird nächster Ballverlust. Insua. Das wird verdammt hart heute. Das wird verdammt hart. Stell nicht den Körper rein, renn einfach, dann kriegst du den Mann. Mann, Mann, Mann. Gut, 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 gut. Gut. So, Klotz, verlager mal die Seite. So, wir müssen es ein bisschen ruhiger angehen jetzt mal. Aber selbst das können wir fast nicht, weil Stuttgart da unfassbar gut presst. Ach, come on, Jungs. Also da müsst ein bisschen bitte. Was ist denn das? Was ist denn das? Zurückgespielt von Rupp. Sunčić gibt da nochmal den Freistoß jetzt, oder was? Was macht er? Ja, es gibt den Freistoß. Ganz, ganz komische Situation da. 10 Minuten noch zu gehen in Durchgang 1. Ihr merkt, ich bin hier absolut nicht zufrieden. Das Einzige, womit ich zufrieden bin, ist noch das Ergebnis, weil wir dürften und müssten ja eigentlich schon 1-0 hinten liegen. So viel steht fest. Gut von Tüton, der uns da bislang echt im Spiel hält. Gut gemacht. Burgstaller, probier mal den langen. Ja, da ist nämlich niemand. Der kommt auch gut. Florian Kainz. Florian Kainz, wir werden jetzt doch nicht. Florian Kainz, und dann legt er sich den zu weit vor. Vlachodimos kommt da raus aus dem Kasten, aber ich will mich nicht beschweren. Das wäre auch sowas von unverdient, wenn wir hier das 1-0 gemacht hätten. Jungwirt, was ist denn jetzt? Was ist Freistoß für Stuttgart? Warum? Ich weiß es nicht. Also, desaströse erste Halbzeit bei uns, bis auf diese eine Chance. Das war eine gute Offensivaktion, aber eben leider nicht mehr. Franšić, gut gespielt jetzt vielleicht, Jungs. Jungwirt, Lücke ist da, Ball ist ein bisschen zu stark gespielt. Mensch, jetzt ist gleich Halbzeit, jetzt wo wir besser reinkommen. Oh, wieder so ein dummer Ballverlust da. Da haben wir viel zu viele. Und dann kann Stuttgart schnell umschalten, das sind alle Sachen. Und jetzt kommt's. Das ist verdient, Klimet 1-0. Das sind lauter Sachen, die dazu spielen. Stuttgart kann schneller umschalten, wir kriegen keinen Spielaufbau hin, weil wir jedes Mal in solchen Situationen den Ball wegspringen lassen oder die Pässe nicht genau spielen. Und dann macht Stuttgart das Türchen, Freunde. Überragende Flanke da übrigens und Klement, der den super abschließt. Und das geht, wie gesagt, absolut in Ordnung, da kann Tüton nichts machen. 1-0 Führung. Wahnsinn, ich krieg's gerade nicht hin. Ich spiele nicht absichtlich schlecht oder so. Ich möchte hier gewinnen, aber wir kriegen es irgendwie gerade nicht gebacken. Zweiter Durchgang muss absolut besser werden. Franšić, nochmal ein schöner Ball, nochmal Kainz, nochmal Dausch. Und dann pfeift er leider Gottes ab, Freunde. Gehen wir rein in die Pause. 0-1 liegen wir hinten. Gladbach gegen Bayern 1-1, Augsburg, Hertha 0-0. Torlos, genauso auch Wolfsburg gegen Bayer 0-4, Leverkusen. Wir gucken mal kurz rein in die Spielinfo und da sehen wir es. 2 Schüsse, 2 aufs Tor, 61% Ballbesitz. In allen Belangen überlegen der VfB, der, wie gesagt, auch rein spielerisch eine sehr, sehr gute Figur abgibt.
Und wir machen das bislang. Also, ich würde sagen, das ist bislang eines unserer schlechtesten Saisonspiele, wenn nicht sogar das schlechteste. Aber das ist dann schön gespielt. Da ist Noel Klotzer, da kommt er fast durch gegen Sundžić. Und das wäre natürlich ein Start nach Maß, Freunde, wenn wir da gleich den Ausgleich erzielen können. Nochmal schön von Klotz. Jetzt muss da mal nur in der Mitte jemand mit tun. Ja, zum Beispiel so. Und dann ist das kein Abseits. Und dann ist das die Chance und dann ist der Keeper leider da. Oh, da kommen wir so ein bisschen zu weit nach außen in der Situation. Winkel dann zu spitz. Chance geht leider nicht rein. Jung wird. Guter Ball. Franšić. Keins, der das stark macht. Keins, der natürlich sich heute beweisen will. Oh, verspringt das so ein bisschen der Ball. Nochmal Florian Keins. Keins noch, keins noch, keins noch. Flacho Dimas ist da. Ja, sehr, sehr schöne Einzelaktion. Zweiter Durchgang jetzt nach 8 Minuten schon um einiges besser, was die Offensive angeht, als der komplette erste Durchgang. Das ist mehr das Darmstadt, was wir hier sehen wollen. Schauen wir mal, ob wir das so aufrechterhalten können. Holland. Ja, gut gespielt. Dausch, oh, nimmt den aber wieder so dumm in den Mann rein. Aber ich kann halt nichts anderes machen, außer so. Aber da verspringt er viel zu weit. Seredier und ein Kostic. Aufpassen, die Stuttgarter haben schnelle Leute, um da jetzt vielleicht die Entscheidung herbeizuführen. 2-0 würde ich fast unterschreiben, wäre hier die Entscheidung. Von dem her müssen wir da weiter Gas geben, Jungs. Holland. So ein Unentschieden heute in Stuttgart wäre ja auch in Ordnung. Muss ja nicht immer ein Sieg sein, aber nicht verlieren. Das ist die Devise. Burgstaller, kein Abseits, aber wieder einen Ticken zu lang. Das sind halt die Dinger, die dann ankommen müssen, wo wir effektiver werden müssen, um auch dann hier einfach mal so ein bisschen halb aus dem Nix ein Tor zu machen. Wie zuletzt gegen Schalke auch in der Liga. Gut von Keins. Holland. Franšić. Guter Ball. Der sollte eigentlich auf Dausch kommen. Und der kommt halt da nicht hin. Schade, Baumgartel. Freunde, 63 Minuten vorbei. Wir gehen mal rein. Wir müssen mal irgendwie ein bisschen wechseln. Ich nehme mal Sulu raus. Tut mir leid. Ich will defensiv aber auch mal dem einen oder anderen da heute nochmal die Chance geben. Und Orban kommt nochmal auf 10 rein. Dreifachwechsel. Die jungen wilden Jungs. Die jungen wilden sollen es jetzt reißen. Bislang sind wir mit der Schiene, mit der jungen wilden Schiene ganz gut gefahren. Hoffentlich auch heute wieder. Ich glaube, die könnten da nochmal gut wirbeln zum Ende und da einfach Vollgas geben. Wolfsburg führt gegen Leverkusen. Das ist ein weiterer Zwischenstand da mal. Drauf, drauf, drauf. Schwab, wir müssen den Ball kriegen, sonst können wir kein Tor machen. Außer Stuttgart ist so lieb und haut selber sich eins rein, aber davon gehe ich mal nicht wirklich aus. Kiesewetter, so, Klotz, Ball gewinnen. Ganz stark von Noel Klotz. Überragend. Also der gefällt mir immer, immer besser. Franšić. Dausch. Oh, der kommt sogar an. Jungwirt. Och, warum willst du den da nach vorne durchstecken? Das kann nicht funktionieren. In den Rücken, dann haben wir die Riesenchance. Schön von Klotz wieder. Keins, da ist wieder Klotz. Wieder ein guter Ball von Klotz. Der gefällt mir echt stark. Och, Keins, nimm doch... Wenn es dann mal nicht funktioniert. Na Jungs, ihr kennt selbst, dann klappt alles nichts. Achso, war noch abseits, deswegen, ich dachte schon. Gut, von Klotz. Fehler, Fehler, Fehler. Möglichkeit, Platte, 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 Platte macht ihn! 1:1, 73. Minute. Stuttgart ist zu dumm zum Gewinnen in dieser Situation. Es tut mir leid, aber ich glaube, das erkennt hier jeder. Selbst der größte eingefleischte Stuttgart-Fan. Wahnsinn, wie man die Chance da hergibt, beziehungsweise wie man den Freistoß herschenkt. Und dann ist Platte da eingewechselt worden mit seinem, ich glaube, 2. oder 3. Saisontreffer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Macht das ganz, ganz stark. Und das ist jetzt wichtig. Jetzt ist nur die Frage, wie geht man hier das Ganze an, Jungs? Alter, schaut euch Klotz an. Schaut euch diesen Noel Klotz an. Der ist ein Biest. Und neben Platte, der hier sicherlich, wenn das hier beim 1-1 bleiben sollte oder wir das sogar gewinnen, einer der Matchwinner sein wird. Aber Klotz ist es meiner Meinung nach genauso sehr. Der erobert da die Dinger im Mittelfeld. Das ist unfassbar gut. Und meiner Meinung nach aufpassen. Jetzt Tüton stark. Gott sei Dank. Rupp haut ihn drüber. Und meiner Meinung nach hat er sich jetzt auch mittlerweile langsam einen Stammplatz verdient. Die Frage ist nur für wen. Das ist die ganz große Frage. André Martins in der Partie für Kostic. Könnt ihr mal gerne in die Comments schreiben, was ihr davon haltet. Stammplatz für Noel Klotz. Ja, nein. Was meint ihr? Also der gefällt mir echt spielerisch auch sehr, sehr stark. Platte. Ah, macht das gut, aber Keins kommt nicht entgegen. Keins, der gemeckert hat, mit seiner Rolle nicht so zufrieden ist. Aber der sie heute nicht wirklich nutzt, die Chance bislang. Seredier nach oben gelegt. So, in die Mitte gespielt. Stuttgart wieder überragend gut. Und Hanik mit dem 2:1. Was willst du da machen? Das ist einfach bestialisch gut rausgespielt. Martin Hanik, 82. Minute. Stuttgart führt wieder mit 2:1. Das ist ganz, ganz starker Fußball. Zack. Zack, zack,
Zack. Keine Chance für Tüton, ab in den Winkel. Wunderbar, geil herausgespieltes Tor. Können wir uns nicht beschweren. Und wir können uns auch eigentlich nicht darüber beschweren, dass wir hier bislang auch wieder hinten liegen und das Spiel höchstwahrscheinlich erstmal verlieren. Jetzt Burgi, guter Ball. Kainz. Kainz? Oh, kommt nicht zum Abschluss. Das war jetzt stark von uns gespielt. Weil wir es so ein bisschen verpeilt haben, im ersten Durchgang gut reinzukommen. Das ist der Fehler gewesen heute, Jungs. Rupp. Trotzdem gehe ich nochmal auf. Sehr offensiv natürlich. Wir riskieren jetzt nochmal alles. Stuttgart wieder mit dem Fehler. Es war, glaube ich, wieder ein und derselbe Spieler. Ich weiß nicht wer, aber wieder da oben der Rechtsverteidiger aus Sicht der Stuttgarter. Nochmal Klotz. Guter Ball. Auch Orban lässt den ein bisschen weit voranspringen, aber den Jungen wollen wir da überhaupt gar keine Vorwürfe jetzt erstmal machen. Stuttgart heute, wenn das so bleibt, mit einem verdienten Sieg. Nochmal gut dazwischen. Gut von Wembacher. Und dann gibt es den Einwurf. 89. Gibt's noch den Lucky Punch, Jungs. Auch doch nicht dahin. Aber den haben wir nochmal. Orban. Sieht nochmal Burgstaller. Den sollten wir kriegen. Den müssen wir kriegen. 2 Minuten sind mittlerweile vorbei. Burgi. Es gibt nochmal den Einwurf. Schiedsrichter pfeift. Aber leider Gottes Abfreude. Jungs, wir verlieren in Stuttgart mit 2-1. Verdiente Niederlage muss man, denke ich, so neidlos anerkennen. Stuttgart die bessere Mannschaft heute gewesen. Wir hatten nochmal die Chancen. Plate, der letztendlich dann den Fehler ausnutzt. Der Stuttgarter, aber alles in allem geht das schon in Ordnung, dass der VfB das Ganze gewinnt. Wir gucken mal rein. Gladbach besiegt die Bayern. Die Bayern mit dem doch nächsten Dämpfer. Nachdem ich vorhin gemeint habe, von wegen, die kommen wieder rein. Nix da. Nächster Dämpfer für den FCB. Wir auf Rang 2. Dortmund an uns vorbei. Heißt, Tabellenführung nach einem Spieltag erstmal wieder hergegeben. Aber wie gesagt, darum geht es auch gar nicht. Sondern einfach, um hier gute Spiele zu zeigen und uns weiterzuentwickeln. Und das machen wir. Das machen wir, Jungs. Von dem her bin ich da trotz alledem bisher mit der Saison natürlich mehr als zufrieden. Auch wenn das jetzt eine bittere Niederlage war. Auch da, ihr seht es natürlich, für Tüton, für seinen Ex-Verein, ganz klar. Hat aber richtig gut noch gehalten. Hat das sehr, sehr stark gemacht. Und heute steht die Partie gegen Lautern an. Tabellenletzter, ich glaube, mit Abstand, wenn mich da nicht alles täuscht. Das löschen wir mal. Stehen die da hinten drin im Tabellenkeller auf Platz Nummer 18 habe ich jetzt, ja. 6 Punkte geholt, einen Sieg gerade mal. Also da müssen wir jetzt gewinnen und mit einem Sieg hätten wir 26 Punkte und damit 3 Vorsprung auf den 3., 4. Ja, und auf den Rest noch ein bisschen mehr. Alter, das wäre schon stark. Die Bayern übrigens mit 21 Punkten jetzt. Da ist er auch noch auf jeden Fall in Reichweite, gar keine Frage. Gar keine Frage. Von dem her, Lautern steht an. Ich glaube, danach kommt schon wieder, ja, die Europa League. Dann kommt das Spiel der Spiele. Aber wir dürfen das auch nicht zu hoch setzen, weil, wie gesagt, die Bundesliga auch verdammt wichtig ist. Ich möchte mich nicht ausruhen. Auch wenn wir gut dastehen mit 23 Punkten aus 14 Spielen, ich möchte mich nicht darauf ausruhen. Wir müssen weiter Gas geben, Freunde. Und in dem Sinn war es das mit dem Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben. Jetzt muss ich mal schnell durchrechnen. Der Part, der dürft heute Abend, heute ist, bei mir ist Dienstag, bei euch ist, glaube ich, Donnerstag. Ich kann euch schon mal so viel sagen. Morgen ist ja das Team of the Season raus. Da könnt ihr euch drauf freuen. Um circa 18, 19 Uhr, sowas in dem Dreh, werden wir das Streamen anfangen. Also twitch.tv/badeschlappen.lp. Schaut auf jeden Fall vorbei. Könnt schon mal gerne ein Follow da lassen. Dann bekommt ihr auch die Nachricht, wenn wir online sind. Team of the Season, Hype vom Allerfeinsten. Wir werden viele, viele Streams raushauen. Auch da gibt es nochmal eine Special Info mit an den freien Mann sozusagen. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt endgültig einen schönen Tag, Jungs. Macht's gut. Haut da rein. Bis dahin. Euer Badeschlappen. Servus.